Wir sind schon live bei Facebook. Und auch bei Insta. Hallo, hallo. Hallo. Hey, herzlich willkommen bei Bro, Bro und Buddy. Wie immer, Donnerstag, 19.30 Uhr. Okay, da, Peanut hat's gemerkt. Also, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht, wir haben uns heute extrem angepasst. Also, das Shirt ist pink, der Kopf ist pink. Und ja, wir sind heute ein bisschen unterwegs gewesen. Ihr habt vielleicht schon in der Story gesehen, war auch ein bisschen grillen. Und heute sind wir jetzt auch wieder voll hallo zusammen, voll dabei. Und zu Hause möchten wir euch gerne über die letzten 7 Tage berichten, als wir uns vegan ernährt haben, oder? Du fängst ja mal an, oder? Schön, seid ihr dabei, super. Genau, also... Danken wollten wir zuerst noch. Danken? Ja, eben, auch unseren Freund Keto-Freunde, dass ihr auch bei diesen speziellen Wochen, jetzt wie Barbecue oder auch der veganen Woche immer wieder dabei seid, das finden wir phänomenal und möchten einfach ein großes Lob aussprechen. Und ich finde es einfach genial, wie ihr jede Woche uns wieder unterstützt, uns jede Woche wieder tolle Kommentare, tolle Rezepte, hallo, nachkocht. Und ich finde es phänomenal. Vielen, vielen Dank dafür. Ganz ein kleines, herzliches Dankeschön. Cool. Dankeschön. Genau. Jetzt hast du auch schon eigentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber hey, wir sind ja flexibel und spontan. Ja. Alles gut. Also, wie ihr seht, ja, wir waren ein bisschen unterwegs. Ich habe leichte Panda-Augen, aber ich habe mir gedacht, schminken tue ich mich nicht. Ich zeige mich so, wie wir sind, weil wir sind ja authentisch. Heute vor einer Woche hat unsere vegane Reise angefangen. Und wie ich letzte Woche schon gesagt habe, als ich vegan gehört habe, bin ich immer zurückgeschreckt und habe gesagt, oh nee, da muss ich ja verzichten und das ist langweilig und nee. Aber er und Olli haben mich wirklich eines Besseren belehrt. Und zwar war es eine spannende Reise oder wir sind einfach immer noch auf der Reise, weil wir haben ja eine 10-Day-Challenge. Das heißt, unsere Challenge geht bis Sonntag. Die Challenge an sich beginnt eigentlich für mich ab morgen, weil mein Bro ab morgen weg ist. Aber überhaupt keine Angst, ich habe hier schon eine... vegane Räuchertofu-Bolo gekocht. Ich werde heute den Maiskolben vorbereiten, den sie nur in den Ofen schieben muss. Also sie wird sicherlich nicht verhungern, aber ich bin trotzdem gespannt, was sie sonst noch selber für uns zubereitet. Und wir haben ja auch noch ein veganes Pesto gemacht, wie ihr gesehen habt. Und das kann sie sicher auch mit Pasta dann zubereiten. Ich bin da sehr, sehr guten Mutes. Aber wie war es denn für dich? Also, die vegane Woche bisher, wir waren ja oder sind heute an Tag 7, fand ich mega spannend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht eine Sekunde oder nicht einen Moment Fleisch oder sonstiges vermisst, weil es eigentlich sehr, sehr vielfältig ist, diese vegane Küche. Und was ich auch sehr spannend finde, man muss sich einfach oder man darf sich einfach wieder mehr Gedanken machen, was man aus Gemüse alles zaubern kann und auch mit den Gewürzen anstellen kann. Das finde ich wahnsinnig interessant, weil ansonsten, wenn man ein Fleisch einfach in die Pfanne haut, sage ich jetzt mal, ist es in, 5 Minuten getan. Oder? Nee, aber ich weiß, was du meinst. Es geht mehr darum, dass wenn wir ein Stück Fleisch, eine Wurst oder ein Steak kaufen, dann machen wir uns nicht so viele Gedanken, wir werfen es einfach in die Pfanne, braten es an, würzen mit Salz und Pfeffer und aktuell ist es, hallo, sehr spannend, weil bei der veganen Sache haben wir ja immer auch mal halt einfach nur, in Anführungszeichen, Gemüse und überlegen uns natürlich immer wieder tolle Sachen, weil was uns auch aufgefallen ist, wir haben uns überlegt, ja, wir können doch nicht 3-mal die Woche Wirsing oder Kohl oder Brokkoli essen und dann hat Bro ganz klar gesagt, ja, wenn wir 3-mal die Woche das gleiche Fleisch essen, ist das kein Thema. Also wir haben noch nicht so den Bezug dazu, zu diesen natürlichen Produkten, eben ob es jetzt die ganz frischen Gemüse sind in verschiedenen Varianten oder auch im veganer Produkte, was wir auch ausprobiert haben, was ja spannend ist, eben vegane Mozzarella auf der Pizza, habt ihr ja gesehen, aus Cashewnüssen, veganer Käse mit Mandeln zum Frühstück. Also es gibt doch spannende Alternativen. Ob man die dann im Käse oder so nennen darf, das sei dem Marketing überlassen. Für uns ist Käse Gruyère. Ihr Freiburger kennt mich, ihr liebt mich dafür. Das ist Käse, das andere ist irgendwas Ähnliches, aber ich weiß.
die vegane Woche für ihn war extrem hart, weil der isst ja nur Fleisch und ja, der hat nur Rüebli bekommen. Nee. Nein, anyway. Aber er hat weiter Fleisch bekommen. Genau, aber wir haben ja heute auch wieder was Tolles, Spannendes gemacht und wir nennen es nicht so, wie sonst auf den Tisch kommt, aber ich finde es auch spannend. Also ihr müsst euch mal anschauen und mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Aber mich würde jetzt noch interessieren, schreibt doch bitte rein. Erstens, wie haben euch die Rezepte gefallen? Waren sie interessant, spannend? Habt ihr was Neues in Kombination lernen dürfen? Das wäre das eine. Und das andere natürlich wieder, wie ihr auch letzte Woche wisst, wenn ihr es live zuschaut, bitte macht eine 1 in die Kommentare. Wenn ihr es nachschaut, dann bitte eine 2. Das wäre natürlich super. Hallo, hallo. Also ich glaube, was ist das Pink mit Grün, das passt noch, hä? Ja, ja. Ja, lass aber mal das raus. Pink mit Lila finde ich auch super. Pink mit Lila? Ja, ich bin Pink und ich bin Lila. Hopsala. Okay. Also, da bin ich. Ja, bin ein bisschen Angst vor dem Draht. Also, was ich noch sagen wollte, ist, ich habe extrem rausgefunden, auf diese, kannst du mal zum Schauen, bitte, dass ich was hat. Ich habe diese Woche auch gemerkt, dass man sich, wenn man oder wenn wir vegan kochen, ich habe mir viel, viel mehr, hallo, hallo, überlegt, was könnte man dazu machen, was könnte man probieren, wie könnte man es kombinieren und werden wir auch satt dabei. Und ich muss sagen, durch diese spannenden 10 Tage oder jetzt Woche, als wir, hallo, hallo, hallo zusammen, hallo, diese aktuelle Woche, die wir hatten, haben wir einfach mal Sachen ausprobiert und haben das Gemüse als ganz normales Protein oder Fleisch gesehen. Wir haben es auf den Grill gelegt, wir haben es einfach in den Ofen gefüllt, wir haben Tacos gemacht. Und ich muss einfach sagen, ich habe mir viel, viel mehr Gedanken gemacht, wie man das jetzt kombinieren könnte. Und ja, seid gespannt, was die nächsten Tage noch kommt. Das ist wirklich auch extrem spannend. Und ich muss sagen, das ganze Hallo, Hallo, Gemüse mit den verschiedenen Soßen, mit den Vinaigrettes und der Zubereitung, das ist spannend. Und auch eine ganz tolle Geschichte von heute. Wir waren auch wieder unterwegs, auch grillen. Also kennt uns, wir laufen, wenn, dann laufen wir mit der Schürze durchs Dorf, weil wir so richtig stolz sind. Und als wir dann am Grillplatz angekommen sind, mega, mega spannend waren dann die ganzen Leute, die uns so angeschaut haben, hey, was grillt ihr? Das ist keine Servola, das ist keine Bratwurst, das ist kein Fleisch. Was macht ihr da genau? Und so sind wir extrem auch ins Gespräch gekommen. Und ich finde das spannend, dass man einfach den Leuten wieder mal was Einfaches, Tolles zeigen kann, ohne sie in Schatten zu stellen. Aber ja, wie ihr wisst, wir haben heute auch wieder was Tolles gemacht. Und was wir heute gemacht haben, braucht ein bisschen Vorarbeit. Das heißt, ihr müsst es, sobald es gemacht ist, mindestens 2 Tage dann im Kühlschrank in der Marinade ziehen lassen. Aber ist wirklich spannend, weil, was haben wir gemacht? Ich komme gerade vom Hund. Moment, was haben wir gemacht? Heute? Genau, heute Abend. Heute Abend haben wir Karottenloks gemacht. Was sind das? Das ist was ganz was anderes. Also wir haben im Endeffekt... Das war kein Schriftfehler, also kein Grammatikfehler. Nein, nein, nein. Also wir haben im Endeffekt einfach geschaut, was die Menschen oder die Leute oder wir am liebsten essen. Und Lachs gehört auch sehr gerne bei uns auf den Tisch und auch Geräuchern und so weiter. Wir haben gedacht, wieso machen wir es dann nicht einfach mal aus Karotten? Und wir haben eben diese Karotten... toll, also das Rezept findet ihr dann logischerweise morgen. Nein, heute Abend schon, weil wir sind ja schon. Schau mal, du musst auch die Kommentare lesen. Guck mal. Spannende einfach Gerichte, da hat man Lust auf vegane Gerichte. Genauso geht es mir nämlich auch. Vielen Dank, Ahmed. Ahmed, wir sind im September in Hamburg. Wir kommen dann vorbei. Wir kochen dann bei dir im Hotel, gell? Du bist jetzt F&B-Manager, dann können wir dort da sicher was arrangieren. Wenn schau ja, mal, schick Romano mal Daumen hoch. Und Zoe und Ella und Carina ist auch wieder dabei. Andrina und Daniela und Ricarda, also sind sehr... Oh, danke. Wir haben gar nicht drauf gehört. Aber toll seid ihr dabei und wir zeigen euch jetzt was wir los gemacht haben. Und was ich wirklich sagen muss, es ist einfach zu machen, braucht ein bisschen Zeit und ihr braucht eine spezielle Zutat. Aber unter uns, bitte gebt uns ein ehrliches Feedback. Sieht das wirklich aus wie ein Lachsbagel? Wenn ja... Ja, wenn nein, nicht nein. Nein. Also, sagt uns doch mal, sieht das aus wie ein... Also, was?
leckerer, oh, könntest du dich nicht so fest bewegen, wie ein leckerer Lachsbagel. Und nochmal, das ist, ich komme jetzt auch noch dran, das ist Karottenlachs, also wirklich speziell, der Bagel ganz normal vegan gemacht. Eingelegt, mariniert, wie gesagt, das Rezept findet ihr nachher und ich finde, es sieht super cool aus, oder? Also, du müsstest ja mal probieren, also wir haben auch unten dementsprechend belegt, also ich würde sagen, beißen, ups, oh, diese Reaktion, beißen Sie doch mal rein. Mm. Und ich mach's da. Mhm. Mm. Mm. Oder? Also ich, oh, ich glaube, hallo Heike, hallo, oder ich finde, es schmeckt extrem spannend, es schmeckt, oh, müssen wir alles wegschlagen, das ist ein bisschen doof, es schmeckt extrem spannend, es schmeckt wirklich auch wie geräucherter Lachs und, was und, ich freue mich schon, wenn ihr das nachmacht. Lecker. Und bitte, bitte posten und wie gesagt, das könnt ihr ja in x verschiedene Varianten kombinieren, also, Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart und vielen Dank, dass ihr uns bei der Vegan-Challenge mitbegleitet. Danke. Und wie die nächsten paar Tage haben wir wieder ganz, ganz tolle Gerichte und nächste Woche sind wir zu Gast in einem Restaurant hier in Andermatt, wirklich spannend. Mhm. Und wir, hallo Charlotte, wir als Bro und Buddy dürfen dann dementsprechend in diesem Restaurant ein Gericht auf der Karte präsentieren und was wir machen, zeigen wir euch nächste Woche. Also seid dabei, wenn es wieder heißt, 19:30 Donnerstag, Bro und Buddy live. Genuss ohne Reue. Genuss ohne Reue. Also wir sagen, tschüsseli!